Beginnen wir mit Alice Weidel. Am 3.10. war ein Wahlkampfauftritt in Mödlareuth mit ihr geplant. Diesen Auftritt sagte sie aus Sicherheitsgründen ab. Ein Sprecher ihrer Partei äußerte zudem, dass sich Hinweise verdichten hätten, die auf einen Anschlag ihrer Familie hingedeutet hätten. Könnten Sie vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Wissen Sie was darüber? Also, ich sag mal, ich weiß gar nicht so viel mehr als alle anderen. Der sicherheitsrelevante Vorfall ereignete sich ja wohl auch schon am 23. September, ne? Also am 29. September war sie noch in einer Sitzung vom Bundestag und wenn man dem Plenarprotokoll Glauben schenken darf, warum ging sie dann aber so spät zum Beispiel oder beziehungsweise so kurz vor dem Wahlkampf? Wissen Sie das? Naja, nein, also wissen tue ich es nicht. Wie gesagt, ich habe weder mit Frau Weidel noch mit ihrem Mitarbeiter Okay. geredet. Ich kann jetzt auch nur mutmaßen. Gibt es denn aktuell eine Information, wie lange sie jetzt in Schutz quasi ist? Nein, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob sie im Ausland in Schutz ist. Das kann ich auch nicht sagen. Okay. Ich kann nur das jetzt wiedergeben, was ich in der Schweizer Zeitung gelesen habe. Das Bundeskriminalamt teilte übrigens mit, dass die Absage von Weidel nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA ja erfolgte, ne? Wer gab dann den Anlass? Wissen Sie das vielleicht? Oder kamen die Sicherheitsbedenken aus der AfD direkt heraus oder von den Schweizer Behörden? Auch da wäre ich rein theoretisch, nee, nicht rein theoretisch, sogar praktisch der falsche Ansprechpartner. Aber inwieweit das da tatsächlich kam oder nicht kam, das weiß Okay, sprechen wir über Tino Chrupalla. Er war am gestrigen Tag, wie wir alle wissen, dem 4. Oktober auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt. Am Nachmittag musste er laut Medienberichten vor seiner Rede medizinisch versorgt werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. oder wie auch immer, das weiß ich noch nicht. Also das ist absurd alles. Aber haben Sie dazu neue Erkenntnisse in Bezug auf die Spritze als vermeintliche Tatwaffe gar nicht? Nein, nein, nein. Da wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Ne? Und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal wiedersehen. Nein, nein, nein.